Der Polestar 3. Das dritte Modell der Schweden soll nicht weniger als die Elektromobilität verändern. Aber kann er das auch? Diese Frage, alle offiziellen Daten, die Preise und wie ihr die Premium Wallbox DeSony IQ günstiger bekommt, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Ich habe vor ein paar Monaten schon einen kleinen Einblick auf das neue SUV von Polestar gegeben und das hat einige Leute interessiert. Deshalb gibt es jetzt, wie von Polestar vorgestellt, die kompletten Daten zu ihrem neuen Modell, dem Polestar 3. Mit dem wird die Modellpalette um das erste SUV ergänzt. Polestar CEO Thomas Ingenlath sagte dazu: Der Polestar 3 ist ein leistungsstarker Elektro-SUV, der mit einem unverwechselbaren skandinavischen Design und exzellenter Fahrdynamik alle Sinne anspricht. Und das ist erst der Anfang. Noch ab diesem Jahr soll für 3 Jahre lang jährlich ein neues Modell rauskommen. Das Design ist sportlich und modern. An der Front sorgt ein sogenanntes Aero Wing, eine Art kleiner Flügel auf der Haube zwischen den Scheinwerfern, nicht nur für einen ungewohnten Look, sondern auch für eine bessere Aerodynamik. Darunter befindet sich ein angedeuteter Kühlergrill, der neben einer Kamera auch die Radartechnik beherbergt. Insgesamt verfügt der Polestar 3 über 5 Radarmodule, 5 externe Kameras und 12 externe Ultraschallsensoren. Erstmals bei Polestar sind die Scheinwerfer geteilt. Trotzdem lassen sich die Schweden ihr Tagfahrlicht in Thor's Hammer Optik nicht nehmen und adaptieren es auf das neue Lichtkonzept. Im Profil wird die Verwandtschaft zum Polestar 2 deutlich. Die serienmäßigen 21 Zoll Felgen lassen das Elektro-SUV wuchtig wirken. Während das Dach nach hinten leicht abfällt, zieht sich die Fensterlinie zum Heck hin hoch. Die hinteren Radhäuser sind ausgestellt. Den Abschluss des schnörkellosen Hecks bilden ein großer Dachkantenspoiler und ein durchgängiges Leuchtband. Typisch für die Volvo-Schwestermarke ist das Interieur mit zentralem 14,5 Zoll Display und smarter Materialauswahl. Der Kunde kann sich zwischen Mikrofaser, Leder oder Wolle entscheiden. Das Leder ist tierschutzzertifiziert, die Herkunft der Wolle zurückverfolgbar. Der Polestar 3 ist das erste Modell der Marke mit Nvidia Drive Core Computer. Der verarbeitet mit Volvo Software die Daten der Sensoren und Kameras des Autos. Über Over-the-Air-Updates soll die Software aktuell bleiben, ohne in die Werkstatt fahren zu müssen. Für die Unterhaltung der Passagiere, also zum Beispiel das Soundsystem, die Displays und das Koppeln von Smartphones, nutzt Polestar die Snapdragon Cockpit-Plattform von Qualcomm. Erstmals überwachen Radarsensoren im Innenraum Bewegungen der Passagiere. Das soll zum Beispiel verhindern, dass Kinder oder Haustiere im stehenden Auto zurückgelassen werden und dort gesundheitsschädlichen Temperaturen ausgesetzt sind. Während der Fahrt achten 2 Kameras darauf, dass der Fahrer aufmerksam bleibt. Die Kameras der Firma SmartEye überwachen die Augen der Person am Steuer. Ist diese abgelenkt, gibt es Meldungen und Töne. Zur Not leitet die Software sogar eine Bremsung ein. Schon von DeSony gehört? Der Premium Wallbox-Hersteller bringt mit der DeSony IQ, wenn nicht sogar, die ultimative Ladelösung in eure Garage. PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und ein MID-Stromzähler sind schon eingebaut. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie, dank integrierter farblich anpassbarer LEDs, als Lichtquelle nutzen. Zum Beispiel auch zum Anzeigen des Ladestatus. Außerdem hat sie sogar Boxen eingebaut. Somit hat man alles in einer Wallbox vereint. Wenn ihr jetzt unbedingt die DeSony IQ haben wollt, dann könnt ihr sie ab sofort bei eautos.de bestellen. Und mit dem Code PROJECTDRIVE spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 Euro. Also viel Spaß mit der DeSony IQ und weiter geht's. Der Polestar 3 ist 4,9 Meter lang, 1,96 Meter ohne oder 2,12 Meter inklusive Außenspiegel breit und 1,61 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf 2,98 Meter. Das Gewicht beläuft sich auf etwas mehr als 2,5 Tonnen. In der Basisversion leisten die Motoren 360 kW und 840 Newtonmeter. Die angepeilte WLTP-Reichweite liegt bei 610 Kilometern. Energie liefert ein 111 Kilowattstunden großer 400 Volt Lithium-Ionen-Akku. Die 17 Module mit 204 prismatischen Zellen sind in einem Aluminiumgehäuse untergebracht.
Geladen wird an der Wallbox mit bis zu 11 kW und am Gleichstrom-Schnelllader mit bis zu 250 kW. Hinzu kommen eine adaptive Zweikammer-Luftfederung und aktive Stoßdämpfer. Den technischen Unterbau des Polestar 3 liefert die SPA2-Plattform, die auch den nächsten Volvo XC90 tragen wird. In 5 Sekunden beschleunigt der Polestar 3 von 0 auf 100 km/h. Das optionale Performance-Paket addiert für 6.600 Euro extra 20 kW und 70 Newtonmeter. Damit gelingt der Spurt aus dem Stand 3 Zehntelsekunden schneller. Dafür hat das Performance-Modell auch nur noch eine WLTP-Reichweite von 560 Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit beider Modelle ist bei 210 km/h abgeregelt. Das Performance-Paket enthält außer der Mehrleistung 22 Zoll Räder statt der serienmäßigen 21 Zöller. Hinzu kommen Details wie Sicherheitsgurte in der Farbe Schwedengold sowie eine lasergravierte Lichtleiste im Innenraum. Der Kofferraum des Polestar 3 fasst zwischen 484 und 1411 Liter. Hinzu kommen 32 Liter im Frunk. Die Anhängelast ist mit maximal 2200 Kilo angegeben, damit kann man schon mal ordentlich was ziehen. Bestellbar ist das große Elektro-SUV ab sofort und auch die Preise sind schon bekannt. In Deutschland startet der Polestar 3 mit mindestens 89.900 Euro. Inklusive Performance-Paket steigt der Preis auf 96.500 Euro. Nun ja, inwiefern der Polestar 3 die zukünftige Elektromobilität verändern soll, ist mir etwas schleierhaft. Dennoch scheint er ein grundsolider und meiner Meinung nach sehr schöner Elektro-SUV zu sein. Wie seht ihr das? Hat der Polestar 3 euch überzeugt? Sagt mir das in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!